Hallo ihr lieben Duftnasen da draußen. Es ist Zeit fürs Aufgebraucht für den Monat Mai. Und damit schließe ich dann die Frühlingsdüftelzeit ab. Denn ab Juni wird bei mir sommerlich gedüftelt. Heißt, es wird viel Fruchtiges geben, viel zitrisch, viel aquatisch. Der ein oder andere Blumenduft darf sicherlich auch noch mal ran. Aber so grob ist jetzt für mich Frühling abgeschlossen. Und das Wetter war zum Teil hier auch schon sehr sommerlich. Also draußen ging es noch, 26, 27 Grad, über mehrere Tage bei strahlendem Sonnenschein. Aber meine Dachgeschosswohnung war schon sehr aufgeheizt. Ja, und deswegen freue ich mich jetzt auch, dass es mit den Sommerdüften losgeht. Ich zeige euch aber noch, was jetzt im Frühling noch drauf ging. Wir fangen an mit industriell und mit den sogenannten Einzelteilen. Ich habe eine kleine Kerze, ganz klassisch gebrannt von Cheerful Candle, Honeysuckle Vanilla. Die ist auch super schön abgebrannt. Na? Also ganz sauber, einwandfrei. Und ich bin eigentlich nicht der Honeysuckle-Fan. Das ist mir oft zu stechend und zu beißend. Aber hier der mit Vanille, der war schön. Der war wirklich schön. Und ich muss sagen, für ein kleines Gläschen war der auch halbwegs intensiv. Ich hatte den im Flur und ich habe den dort auch sehr gut wahrgenommen. Also jetzt fürs Wohnzimmer hätte das hier überhaupt nicht gereicht, da hätte ich es einschmelzen müssen. Ne? Aber für den Flur fand ich das komplett in Ordnung und ich habe den auch genossen. Ja, den mochte ich. Von Kringle Candle hatte ich den Watercolors. Ein spritzig, fruchtig, leicht parfümiger Duft. Ich habe mir hier auch aufgeschrieben. Drinnen ist Apfel, Zitrus, Johannisbeere, Jasmin, Rose, Moschus, Sandelholz und Erdbeere. Ich muss aber sagen, dass ich das so jetzt nie rausgerochen hätte, wenn ich es nicht gewusst hätte. Ich finde nur, dass der so schön ineinander übergeht, fast schon wässrig ineinander übergeht, dass Watercolors gut passt. Also man könnte sich vorstellen, dass Wasserfarben so riechen, wenn wir es nicht alle besser wissen würden, so aus Schulzeiten. Ne? Aber ein sehr schöner Duft, hatte ich schon einige Male, finde ich immer noch sehr schön. Von Cozy Aromas hatte ich den Picnic in the Meadow. Den Duft habe ich selber dreimal verschenkt, ohne ihn selber zu haben und habe jetzt ein Stück zum Testen bekommen. Und ich hatte den damals bestellt dreimal für drei verschiedene Leute aufgrund der Duftbeschreibung. Das waren nämlich gelbe Tulpen, süße Rosenblätter, frische knackige Äpfel, Birne, grüne Stängel und Regenschauer. Ja, aber irgendwie roch der warm. Unerwartet anders als kalt. Es war für mich eher ein Weichspüler mit leichten Apfel- und floralen Noten. Also es war für mich tatsächlich eher ein Wäscheduft. Hat mich sehr überrascht im warmen Zustand. Obwohl ich es jetzt auch kalt wahrnehme so. Also erst nicht, aber nachdem ich ihn warm hatte, nehme ich ihn noch kalt so wahr. Ich meine, es war ein schöner Duft, ein schöner Wäscheduft, ein sanfter Wäscheduft. Und auch frühlingshaft. Aber es war einfach was anderes, als ich erwartet hatte. Trotzdem war das ganz nett. Von Heart and Home hatte ich den With Love. Das ist Damask Rose und arabischer Jasmin. Und das war ein angenehm floraler Duft. Floral, cremig. Ich hatte das Gefühl, dass da was Fruchtiges im Hintergrund mitschwingt. Ja. War okay. Nicht überragend. Aber okay. Von Better Homes and Gardens, Rose Water and Coconut Milk. In den Clamshells waren nur noch zwei Stücke, also ich habe wieder versucht, viele Clamshells aufzubrauchen. Drinnen waren Sugared Rose Petals, Summer Berries, Coconut Milk, Vanilla and Pistachio. Und den fand ich super schön. Der war einfach mal was anderes als die normalen Rosewater-Düfte. Also wir kennen alle klassisches Rosewater. Wir kennen Rosewater mit Vanilla, wir kennen Rosewater mit Kaschmir. Aber hier mit Coconut Milk war für mich einfach mal was Neues und fand ich auch schön. Ob ich ihn mir jetzt aber gezielt nochmal kaufen würde, das weiß ich nicht. Ich würde ihn aber düfteln, wenn er durch Zufall nochmal den Weg zu mir findet. Country Candle, Grapefruit and Rosemary.
Das war ein schöner, frischer Frühlingsduft. Der hatte dieses Herbe von der Grapefruit, dieses Kräuterige vom Rosmarin. Und das hatte was für mich sehr Frisches und Erfrischendes. Hatte ich an einem sehr sonnigen Tag an. Es war da zwar nicht so warm, aber ja, war schon super. Könnte ich mir vorstellen, mir zu kaufen im nächsten Jahr. Mal schauen. Von Yankee Candle habe ich ein Centerpiece leer gemacht, der Madagascan Orchid. Das habe ich aber auch nicht im Centerpiece gedüftelt, sondern ich hatte diesmal das Wachs rausgenommen und in der Teelichtlampe gedüftelt, weil ich keine Lust hatte auf elektrische Lampe. Oh, so ein herrlich intensiver Duft. Drinnen übrigens exotische Orchideenblüten, Lilie und Vanille, habe ich mir extra aufgeschrieben. Ja, und das war ein so herrlicher, exotisch floraler Duft und unglaublich intensiv. Dieser Duft ist so stark. Ja, ich mochte ihn damals, als er erschienen ist, und ich mag ihn auch immer noch. Dürfte auch jederzeit wieder einziehen. Von Yankee, eins meiner letzten klassischen Tarts, Tobacco Flower. Also so langsam werde ich die klassischen Tarts los, das ist gut. Die werden ja auch nicht besser. Ne? Und die neuen Melts sind schon besser. Also natürlich sind die von der Verpackung her viel zu viel Plastik. Da müssen wir nicht drum herum reden. Aber jetzt rein von den Melts her sind die schon besser als die Tarts. Ja, Tobacco Flower ist ein schöner floraler Duft, der die Noten vom Tabakblatt mit sich bringt. Also ihr müsst euch vorstellen, reines Tabakblatt, nichts Rauchiges. Es ist keine angezündete Zigarette oder Zigarre oder Pfeife. Es ist wirklich diese Pflanze, das Tabakblatt, getrocknet. Finde ich, riecht unglaublich gut. Ich habe da auch noch einen Hauswärmer von. Ja, mag ich. Von IBM habe ich auch wieder 4 Clamshells leer gekriegt. Einmal der Easter Flowers. Ja, das ist ein gemischter Blumenduft. Ich glaube, da ist Tulpe mit drin. Ich glaube, da ist Jasmin mit drin. Es ist ein sanfter, ganz leicht lieblicher Duft. War in Ordnung. Hat mich jetzt nicht jubeln lassen, aber war in Ordnung. Springwater von EBM. Hier habe ich wieder reingeschrieben, was für Inhaltsstoffe drinnen waren: Bergamott, Zitrus, Ozon, Lavendel, Gewürz, Moschus, Bernstein, Holz. Und beim Holz war es sogar die Zeder, habe ich mir auch notiert. Habe ich so auch nicht alles rausgerochen. Es war einfach ein schöner, frisch aquatischer Duft, der so ein bisschen was Florales mit sich gebracht hat, aber auch tatsächlich eine ganz, ganz minimale würzige Note. Ihr dürft euch das jetzt nicht vorstellen wie im Winter ein Gewürzduft, sondern das war so ein ganz minimales bisschen, was irgendwie den Kick gegeben hat. Fand ich schön. Der erste aquatische Duft des Jahres im Frühling. Hat mir gefallen. Beautiful Daytype. Viele kennen den Duft, denke ich, von Yankee Candle. Ein schöner Duft. Drinnen waren frischer Apfel, taufrische Blütenblätter, Seerose, Alpenveilchen, weißer Bernstein und Moschus. Und es ist auch so ein Beautiful Day Duft. Also, ja, ich finde, der hebt die Stimmung. Es ist sonnig draußen, es ist ein blauer Himmel, ihr macht den Duft an und irgendwie hebt es die Stimmung. Mag ich. Ich mochte auch den von Yankee schon sehr gerne. Und der letzte von EBM ist Lavender Marshmallow. Ich glaube, da muss ich gar nicht so viel zu sagen. Ups, ich schwitze. Es ist heute wieder sehr warm. Also, drinnen draußen ist es angenehm. Aber mein Gemäuer hat sich hier unglaublich aufgewärmt. Und auch die vielen Regentage haben jetzt nicht so viel dazu beigetragen, dass das Gemäuer runterkühlt. Also kaum sind alle Fenster zu, wird es hier drinnen warm. Zum Glück nur warm, nicht heiß. Lavender Marshmallow. Ja, muss ich nicht viel zu sagen. Süßlich, cremig, lavendelig. Wobei ich jetzt allerdings finde, dass unsere Handmade-Gießerin einen schöneren Lavender Marshmallow produzieren als IBM. Er war aber in Ordnung.
Dann haben wir Sensi, My Dear Watson. Der Duft mit Bergamotte, Minze, Zeder und Wildleder. Und ich finde den so schön. Also der hat einen maskulinen Einschlag. Kann man sich vielleicht aber vom Namen My Dear Watson vielleicht auch schon denken. Und man riecht die Minze, man riecht die Zeder, man riecht das Wildleder. Ich finde, das ist irgendwie ein gemütlich maskuliner Duft. Irgendwie. Ach, ich finde den schön. Habe ich noch was von? Chamomile Petals. Kamilleblüten, Jasmin und Apfel. Ein sehr schöner, frühlingshaft floraler Duft. Der hat was sehr Freundliches und ich weiß nicht, ob das Freundliche durch die Kamillenblüten kommt oder durch den Apfel, der so einen ganz leichten frischen Kick da reingibt. Auf jeden Fall habe ich den sehr genossen, genau wie im letzten Jahr. Habe ich jetzt nichts mehr von. Das war's leider. Von Disney, der Magical Celebration. Mit eigentlich einem ganz niedlichen Label, finde ich. Der Duft war anders als erwartet. Drinnen waren überdimensionale Orangen, rote Beeren und süße Pfingstrosen. Und irgendwie roch das anders. Also es war schon beerig. Orange, Pfingstrose habe ich nicht klassisch rausgerochen. Es hatte was Beeriges und für meine Nase auch was leicht Brausiges. Also es war für mich ein kindlich verspielter Duft mit so einem Brauseeffekt. War ganz nett. Ja, aber bräuchte ich jetzt nicht zwingend nochmal. Dann habe ich Vanilla Sweat. Auch so ein Klassiker. Vanille, Amber, ein Hauch Sandelholz und Gewürze. Auch er hat einen maskulinen Einschlag. Aber jetzt überhaupt nicht Richtung Parfum oder Duschgel oder Aftershave, sondern irgendwie anders. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Wer Vanilla Sweat kennt, weiß, was ich meine. Es ist für mich auch so ein schöner, gemütlicher, heimeliger Duft. Nicht gemütlich im Sinne von kuschelig wie beim Kaschmir, sondern ja, ich habe immer das Gefühl, man kommt rein in den Raum, wo der düftelt und man fühlt sich wohl und heimelig und zu Hause. Man möchte sich dorthin setzen und vielleicht einen Kaffee trinken und quatschen. Mag ich sehr gerne. Auch davon habe ich noch ein paar Bars. Und als letzter von Sensi, das ist einer von den neuen Düften, das ist der Cake Me to Paradise. Ich glaube, von Sensi gedacht als Sommerduft, aufgrund der Inhaltsstoffe. Süßer Kuchen, saftige Orange und Inselrum. Für mich ist das aber eigentlich ein ganzjährlicher Duft. Man muss jetzt sagen, den Inselrum, der ist nur ein Hauch drin. Es ist jetzt nicht, dass der eine starke Rumnote hat, wie zum Beispiel, wie heißt er denn? Kennt ihr das, wenn ihr nach einem Namen sucht und ihr kommt nicht drauf? Sweet Plum Pastry. Jetzt haben wir es aber. Den mag ich sehr. Es ist ein sehr schwerer Kuchenduft, mehr für Herbst, Winter. Hier ist der Rum ganz leicht, genau wie der Kuchenteig. Dieses Gebäckige ist da. Aber es ist für mich ganz leicht und ganz zart und fluffig. Und dann ist da diese Orangennote. Es ist für mich ein zarter, fluffiger Orangenkuchen, der vielleicht einen Hauch von Rumaroma mit sich bringt. Finde ich unglaublich toll. Würde ich auch als Kuchen essen, wenn der so vor mir stehen würde. Und ich glaube, den kann man ganzjährlich düfteln. Und deswegen ist das erste Bar leer. Ich habe davon aber noch. So, und ich glaube, das waren jetzt tatsächlich alle industriellen. Der ganze Rest jetzt ist handmade. Auch hier fange ich mit den Einzelstücken an. Ich hatte zum Beispiel von Bulgins Wax Melts Apfelblüte. Apfelblüte, da war ich mir nie so sicher. Kalt, unglaublich schön. Floral, apfelig, grün. Warm war ich hin und her gerissen. Zum Teil hatte er auch immer noch das, was ich im Kalten wahrgenommen habe. Aber er wurde auch irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, komisch.
Mit komisch meine ich jetzt aber auch nicht unbedingt gleich, dass er ekelig war oder so, um Himmels Willen, nein. Er war schon soweit ganz in Ordnung, aber er hat mich warm nicht mehr so mitgenommen wie kalt. Kann man das so sagen? Ja. Ich könnte mir aber vorstellen, dass andere auch die Warmnote einfach toll fanden. Es ist halt meine Nase, ihr wisst, jede Duftnase empfindet Düfte anders und ja. War aber alles in allem in Ordnung, der Duft. Von Serpils Düfte hatte ich Peony Raspberry Blush. Eine Mischung aus Pfingstrose und Himbeere. Und so hat es auch gerochen. Also, ja. Es hat genau nach dem gerochen, was drauf stand. Von der Manufaktur Blaukatz Tangerina Cat. Das war ein Mandarinenduft mit Kräutern. Ja, und man riecht die Kräuter hier auch noch sehr gut. Also, der hatte so einiges an Kräutern mit drinnen, hatte dadurch auch diesen frühlingshaften Touch. Und dann diese Mandarine. Fand ich in Ordnung. Ich persönlich mag das aber lieber getrennt. Also, ich mag lieber Mandarinendüfte und Kräuterdüfte. Muss für mich aber nicht zwingend zusammen in einen Duft. War aber okay. Glam Wax, der Bedtime, ein sehr bekannter Duft. Manche nennen ihn Bedtime, nur Bedtime, manche nennen ihn Bedtime Bath, der nächste wieder Bedtime Baby Bath. Ja, an sich ein sehr schöner, parfümiger Duft mit Lavendel, Kamille, ein bisschen Babypuder. Allerdings muss ich sagen, dass ich Glam Wax nicht gut wahrnehme, leider. Ja, ich hoffe, wenn ihr die Marke getestet habt, dass ihr damit besser klarkommt. Für mich ist das leider ein bisschen schwach. Meine kleine Duftwelt mit Fresh Cut Rose. Und das war auch das, was draufsteht. Einfach frisch geschnittene Rosen. Nicht so hart und intensiv wie der von Yankee. Ich sage ja immer von Yankee, das ist der Duft, der springt einen an und sagt, hallo, hier bin ich. So krass ist der von meiner kleinen Duftwelt nicht. Man nimmt ihn aber gut wahr und es ist einfach ein schöner Rosenduft. Von Bea's Wax Bakery hatte ich den Be Delicious Type. Grüne Apfel Parfümik. Ist einem Parfum nachempfunden, das heißt Be Delicious. Und ich mag den. Also ich weiß nicht, ob ich das Parfum tragen würde. Aber als Raumduft mag ich den. Grüne Apfelparfüm mich. Von Wohlfühlmomente. Sweet Lemon Lavender. Zitronenzucker, Lavendel, Bergamott, Vanilleorchidee und Musk. Und ich bin normalerweise kein Fan von Lavendel mit Zitrone. Allerdings hier mit diesem Sweet Lemon, also es war ja nur Zitronenzucker, finde ich den total schön. Das ist ein Duft, den würde ich immer und immer und immer und immer wieder düfteln. Oil Creative Rosenquarz. Ja, war auch das, was draufsteht. Nicht mehr, nicht weniger. War schön. Witchy Woo, der Amethyst. Der hat eine unglaublich lange Bestandsliste, was da drinnen ist. Ich weiß, da war unglaublich viel an Floralen. Ich glaube auch ein bisschen fruchtig. Für mich ist das einfach nur ein schöner, parfümiger Duft. Für mich auch der schönste von Witchy Woo überhaupt. Und unglaublich intensiv. Ich habe leider noch nichts mehr davon. Ich müsste den mal nachbestellen. Ich hoffe, Witchy Woo gießt den auch noch. Einfach nur wunderschön. Der hat so was Pudriges. Es ist kein leichtes Parfum, aber auch kein schweres. Es ist irgendwie so was in der Mitte. Ich liebe ihn. Von Duftzeiten hatte ich die Kamillenwiese. Das war auch ein schönes Melt. Also da war eine Wiese mit kleinen Kamillenblüten drauf. Total süß. Wobei die Kamillenblüten auch aus Wachs waren. Ach, und der roch auch toll. Der hatte das frisch Grüne von einer Wiese und dieses ganz leicht Süßliche von den Kamillenblüten mit diesem floralen Effekt.
Ich fand den unglaublich schön. Würde ich jederzeit wieder düfteln. Jederzeit, das ist das. So rum. War ein toller Duft. Und von Römerkreation hatte ich Cola-Fläschchen. Jo. Roch nach Cola-Fläschchen. Ich hatte allerdings diesen Monat noch einen Cola-Fläschchen-Duft an. Den fand ich noch ein bisschen krasser als den hier. Da kommen wir dann aber gleich zu. So, ich muss mich hier mal ein bisschen anders positionieren. Womit machen wir denn weiter? Mit der Duftzauberer Schwarzwald. Da hatte ich einmal den Frangipani. Und ich fand immer, dass die Duftzauberer Schwarzwald den schönsten Frangipani-Duft gießt. Es ist sehr schade, dass man da jetzt nicht mehr rankommt. Der war einfach so toll und parfümig und... Oh, ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Ich meine, irgendwo in den Tiefen meiner Boxen müsste ich noch ein Stückchen haben. Ich muss mal suchen, weil der Duft ginge auch noch im Sommer, solange es nicht so mega heiß ist. Ach, ich liebe diesen Duft. Und ebenfalls von der Duftzauberei Schwarzwald, Orchidee und Schoko. Klingt erstmal total strange, habe ich auch gedacht, als ich den das erste Mal hatte. Aber das hat was. Diese sanfte Schokoladennote, die unter der Orchidee ist, die Schokolade ist nicht vordergründig. Sie ist da, sie ist auch riechbar. Aber es riecht eben nicht nach einer Foodie-Schokolade im klassischen Sinne, sondern mit dieser Orchidee bekommt das was Parfümiges. Eher so ein floraler Gourmand-Duft. Fand ich toll. Fand ich wirklich toll. War leider mein letztes Pöttchen. Wie gesagt, man kommt ja jetzt leider nicht mehr dran. Von Miss Curly Wax hatte ich den Fleur Tea. Und der hat auch verdammt viel drin. Grapefruit, Lemon, Bergamot, Orange, Lavender, Jasmine, Rose, Lily of the Valley, Green Tea, Sandalwood, Patchouli, Vanilla, Musk. Es war ein wunderschöner, fruchtiger Teeduft. Sehr frühlingshaft. Ja, hatte was. Habe ich sehr genossen. Mochte ich. Fleur Tea. Dann hatte ich von Miss Curly Wax noch den Cherry Blossom in der Lampe. Zum ersten Mal, dass ich von der lieben Jenny einen Cherry Blossom hatte. Und ich fand, der hatte einerseits die floralen Noten, brachte irgendwie aber auch dieses leicht fruchtige mit sich. Es war irgendwas dazwischen. Also ihr kennt ja diese Kirschblütendüfte. Die einen sind sehr, sehr floral, was sicherlich ein bisschen authentischer ist. Wobei Kirschblüten in Natur nicht sehr intensiv riechen. Und zum Beispiel Yankee hat ihn sehr fruchtig. Und er ist irgendwas dazwischen. Aus floral und fruchtig fand ich in Ordnung. Aber für mich ist jetzt die Kirschblütenzeit wirklich, wirklich um. Und von Miss Curly Wax Fresh Cut Grass. Da waren hier so Brittle-Stücke drinnen. Einfach nur grün und frisch. Und ihr wisst es, ich stehe total auf Grasdüfte im Frühling. Das ist, ja, hatte ich nicht das erste Mal und bestimmt auch nicht das letzte Mal. So. Das haben wir dann also. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich muss gleich auch die Kamera neu starten. Dann hatte ich eine Düftelprobe von Wachsmagie, Rainy Day in May. Und den hatte ich auch an einem Rainy Day an. Und das war ein sehr schöner Rainduft. Der war floral, der war leicht parfümig und hatte aber auch dieses aquatisch-ozonische. Das war wirklich einer der schönsten Regendüfte, die mir so in den letzten Jahren untergekommen sind. Also fand ich mega. Und die Sommerblütenträume von Wachsmagie hatte ich. Das war einmal Sommerlindenblüte und Misty Cashmere und einmal frischer Flieder mit Misty Cashmere. Ich fand beide Düfte toll, aber den Flieder Cashmere fand ich noch toller als den mit der Lindenblüte. Weil der sowas herrlich Parfümiges entwickelt hat. Och, was fand ich den schön. Und eigentlich heißt es Sommerblütenträume
Für mich passte das mega gut in den Frühling. So, ein bisschen was haben wir noch, aber ich starte erst die Kamera neu. Und weiter geht es. Wachsmacherei. Mandelblütenzauber. Den fand ich super. Ah, hier riecht man nicht mehr viel. Aber ich fand den schön. Wir hatten schon früher, also ganz früher, bevor es Duftwachs in Deutschland gab oder überhaupt irgendjemand von Duftwachs geredet hat. Ihr wisst schon, als man nur die Öle in so ein Schälchen mit Wasser gegeben hat und erwärmt hat, da hatten wir auch mal einen Mandelblütenduft und den haben wir geliebt. Und der ging schon in ähnlich diese Richtung und er war schön. Ich kann ihn euch nicht beschreiben, aber er war wunderschön. White Vanilla Petals von der Wachsmacherei. Vanillig, parfümig. Ich weiß, der war auch sehr intensiv. Brachte ein bisschen was Florales mit. Ja. Der war toll. Da könnte ich mir vorstellen, mir eine Custom von gießen zu lassen. Irgendwann mal. Dann, na, gehst du ab. Der Lavea. Lavendel, Nivea. Ich glaube, jeder von euch kennt den. Der ist schön. Ich hatte noch einmal die kandierten Veilchen. Hatte ich auch im letzten oder im vorletzten Monat. Veilchenblüten, Rosenknospen, Heliotrop, rote Früchte, Vanille, Moschus und Pudernuancen. Und ich fand den ganz toll. Der hatte wirklich dieses Veilchenhafte, dieses zuckrig-süße. Ich fand den toll. Aber jetzt habe ich nichts mehr davon. Also ich hatte genau zwei Melts. Eins hatte ich ja, wie gesagt, im letzten, nicht nein, im vorletzten Monat. Und jetzt das zweite. Und dann hatte ich noch Rose Petal Sugar von der Wachsmacherei. Einmal als Pröbchen aus einem Tauschi und einmal in groß. Drinnen waren Rosenblüten, pinker Zucker, dunkle Pflaume, pinker Jasmin, Mandarine, Geranie und Vanillezucker. Also die ganzen Früchte habe ich ehrlich nicht rausgerochen. Hier Pflaume, Mandarine. Es war für mich ein schöner, zuckrig, süßer Rosenduft. Fand ich gut. Mochte ich. Und der letzte von der Wachsmacherei war der Apple Peony Tea. Weißer Tee, Pfingstrose, roter Apfel, Geranie, Vanille, Iris und Birnenblüte. Den fand ich auch schön. Er hatte tatsächlich was Teeartiges. Er hatte tatsächlich was von der Pfingstrose und auch tatsächlich was Apfeliges. Es war also genau das, was draufsteht. Ein Apple Peony Tea und das roch für meine Nase mega gut. Dann nehmen wir Eisflower als nächstes. Eisflower, Zedernholz und weiße Rosen fand ich sehr schön. Zedernholz fand ich etwas im Hintergrund. Also dieses Holzige war nicht vordergründig, da war schon dieser Rosenduft. Ich weiß nicht, ob ich es als weiße Rosen identifiziert hätte. Es war einfach ein wunderschöner Rosenduft mit einer leicht holzigen Note im Hintergrund. Mochte ich. Dann hatte ich Wildleder und cremige Vanille, Peony. Der war toll, aber der hatte eine krasse Wildledernote. Hat er auch jetzt noch. Eine richtig krasse Wildledernote. Und dann abgerundet mit der Vanille, sodass es ein bisschen milder wird, ein bisschen cremiger. Einen leichten Hauch von Süße und dann Peony. Wobei mir die Peony-Note fast noch zu schwach war. Der hätte ruhig ein bisschen stärker sein können. Also die Peony-Note, der Duft an sich war stark. Der hat etliche Stunden in meiner Lampe verbracht. Und ich fand ihn auch sehr schön. Also ich mag ja auch so Wildledernoten. Und das war eine tolle Mischung. Jetzt kommt der zweite Cola-Fläschchen-Duft, nämlich von Iceflower, der Cola-Bottles. Das ist so eine fröhlich, unbeschwerte Kindheitserinnerung gewesen. Süße Cola-Fläschchen. Ich fand hier... Oh, ist der stark.
dass er noch so was leicht Brausiges mit sich brachte. Vielleicht waren es die Cola-Fläschchen, die noch mit so ein bisschen Zuckerbrause überzogen sind. Ein extremst intensiver Duft. Und ich fand ihn toll. Ich fand ihn richtig toll. Ja. Iceflower, Peony, Sandalwood, Rose und Rose Amber. Also wieder ein Rosenduft. Ich glaube, ich hatte diesen Monat einige Rosendüfte. Ach, übrigens hatte ich den auch gleich zweimal. Ein schöner Rosenduft war das, das weiß ich noch. Ein schöner Rosenduft mit was leicht Parfümigen. Es war einfach schön. Ne, also es war Pfingstrose drin, Sandelholzrose und Rose und Amber. Wer Rosendüfte mag, super Mischung. Immer noch Iceflower, Lavender und Spring Apricot. Eine super schöne Lavendelnote. Ich weiß nicht, ob ich da eine Aprikose rausgerochen habe oder auch eine Aprikosenblüte. Ich weiß ja nicht, was es sein sollte. Ich weiß nur, dass es ein wunderschöner Lavendelduft war. Ja. Hugs and Kisses, da war drinnen Rose Petals, da sind wir wieder bei der Rose, Sweet Vanilla, Clove Leaf, Jasmine, Water Lily, Sandalwood und Musk. Und das weiß ich noch, war ein sehr parfümiger Duft. Ein richtig schöner, parfümiger Rosenduft. Man hat gerochen, dass die Rose nicht allein war. Ich habe mir eingebildet, dass ich vor allem Wasserlilie rausgerochen habe, weil ich fand, dass der so ein bisschen was leicht aquatisch Frisches mitgebracht hat. Ich fand den toll. Aber er war vor allem parfümig und ach Gott, fand ich den toll. Und von Iceflower, Gardenia und Vanilla Orange Blossom, Bergamot, Neroli, Ilang Ilang, Hibiskusblüten, Narzissen, ein Herz aus Orangenblüten, Trockenfrüchte, Moschus, cremige Vanille und Gardenien. Du meine Güte, es ist so klein geschrieben. Allerdings bin ich mir hier nicht sicher, ob ich an dem Tag so gestresst war. Ich hatte in diesem Monat viele, viele Termine und oder ob einfach das Melk zu alt war, obwohl jetzt eigentlich vom Label her, also ich hatte schon um einiges ältere von Iceflower und die haben noch gescheppert ohne Ende. Der war sehr mild und obwohl ich so Orangenblüten gerne mag. Ja, aber ich habe da nicht wirklich viele Erinnerungen dran, muss ich sagen. Und das war's mit Iceflower. Als nächstes haben wir hier Soul Fragrances. Zitronenkaschmir. Der war irgendwie drüber. Ich weiß nicht. Ich weiß, als ich ihn bekommen habe, roch er wirklich nach Zitrone und er hatte auch dieses Kuschelige vom Kaschmir. Wo ich ihn in die Lampe getan hatte, fand ich, dass er eine sehr starke Wachsunternote entwickelt hat. Ich glaube, der ist mir echt gekippt. Ich kann zu dem Duft nichts sagen. Dann hatte ich den Lavender Sunset. Süßer, milder Lavendel mit Vanille. Ein wunderschöner Lavendelduft. Mochte ich. Cashmere Fig, Feigenblätter, Kokosnuss, Zedernholz, Moschus und Kaschmir. Und den fand ich toll. Vielleicht, weil das jetzt nicht so der Duft ist, den alle haben. Also Kaschmir hatte ich ja auch schon in allen möglichen Varianten und mit allem möglichen gemischt. Mit Feige war für mich was Neues. Auch, dass da Kokosnuss mitgeschwungen ist. Dadurch war das für mich ein Frühlingskaschmir und jetzt auch kein Winterkaschmir. Ich fand ihn schön. Konnte man sehr gut düfteln. Würde ich auch jederzeit wieder düfteln. Also, ja, den fand ich toll. Dann hatte ich Cactus Blossom. Der war frisch, grün, floral, lieblich und leicht parfümig. Fand ich toll. Ich hatte leider nur so einen kleinen Schmetterling davon. Da hätte ich auch mehr von verdüftet.
Chilled Plum and Cashmere Musk. Das Chilled kann man kaum lesen, Leute. Das ist in Gelb. Ihr werdet das auch kaum sehen. Zitrone, Pflaume, gezuckerte Amber, Kaschmir und Moschus. Ja, und der war schön. Das war jetzt nicht, dass ich sage, yeah, das ist mein neuer Kaschmir-Liebling. Aber ich finde, den konnte man gut düfteln und den würde ich auch jederzeit wieder düfteln. Man hat die Pflaume sehr gut rausgerochen. Man hat den Kaschmir sehr gut rausgerochen. Es hatte minimal was Parfümiges durch Moschus und Amber. Ja, die Zitrone hat das Ganze wahrscheinlich nur untermalt. War schön. Und dann habe ich hier Aurora. Das war ein schöner floraler Duft. Er riecht jetzt allerdings sehr dezent an der Tüte und ich muss sagen, dass ich ihn auch in der Lampe als für mich zu dezent empfunden habe. Ich stehe ja mehr auf Düfte, die so richtig ballern und ja, für mich war er zu dezent, war aber ein schöner Duft. Und dann hatte ich noch den Blütenmund. Auch das war ein schöner Blumenduft. Der hatte was von ganz zarten Blüten, wobei zart sich aber nur auf die Blüten bezieht, nicht auf den Duft. Also der Duft war intensiv und hatte für mich so was, ja, zum Träumen. So ein Blütenduft zum Träumen. Blütenmund fand ich richtig schön. Jederzeit wieder. So, und dann habe ich noch einen kleinen Packen amerikanisches Handmade. Und dann sind wir durch. Von The Bath and Garden, der Golden Vanilla. Ja, der war schön. Es war keine Bakery Vanille, es war aber irgendwie auch nicht eine parfümige Vanille. Es war im Hintergrund floral, vordergründig sehr vanillig. Und ich fand den richtig schön. Also den hat The Bath and Garden richtig gut hinbekommen. The Bath and Garden Sweet Honey Pear. Vor dem hatte ich erst so ein bisschen Angst, wegen dem Honig. Honig ist manchmal für mich schwer. Es kommt immer darauf an, wie er im Duft rauskommt. Und hier war es eine angenehme Honignote. Mit einer schönen, wirklich süßen Birne. Auch den mochte ich. Also auch den hat The Bath and Garden sehr toll hinbekommen. The Bath and Garden Love in the Tea Leaves. Kalt ein sehr, sehr dezenter Duft. Ich weiß, dass er warm um einiges stärker war. Es war ein gemütlicher Duft, so ein schöner. Ja, aber kalt, wie gesagt, sehr dezent. Es war lieblich, leicht parfümig. Vielleicht auch noch was Fruchtiges drin, ich weiß es nicht. Aber es war ein schöner Duft. Von L3 hatte ich den Peach Palo. Ich muss sagen, dass ich Palo, also ich denke, das steht für Palo Santo, dieses Holz gar nicht so rausgerochen habe. Es war einfach ein Peach-Duft, also ein Pfirsich-Duft. Ein cremiger, süßer Pfirsich. War in Ordnung, hat mich aber nicht jubeln lassen. Von Swanky, Purple Prickly Pear Juice. Das war ein, ich weiß nicht, ob ihr das seht, so ein richtig schmieriges Wachs. Aber der war schön. Der war süßlich, leicht fruchtig, hatte was Florales im Hintergrund, würde ich sagen. Minimals parfümig und ja, ich fand den okay. Mochte ich. So, und der ganze Rest jetzt ist RG Wax, also Rose Girls. Da hatte ich ein paar Düfte zugeschickt bekommen. Die waren nur in durchsichtigen Tütchen und hatten Zahlen drauf. Und dann gab es eine Liste und da standen die Zahlen und was drinnen war. Ich habe mir das selber umgepackt in andere Tüten und draufgeschrieben, was es ist, weil es einfach jetzt auch zum Zeigen angenehmer ist. Also nicht wundern, es ist meine eigene Handschrift. Von RG hatte ich den Lord of Misrule, ein Lush Type, Black Pepper Patchouli Vanilla.
Der war in Ordnung. Also man hat das Patchouli wahrgenommen, es war aber für mich trotzdem irgendwie kein Herbstduft oder so. Allerdings schon ein Duft für kühleres Wetter. Es darf nicht zu warm sein, war es auch nicht, als ich ihn anhatte. War für mich ein, ja, geht so Duft. Also von RG kenne ich um einiges schönere. Von RG der Zen. Ein floral-aquatischer Duft. Ich würde sagen, dass da eine Seerose oder eine Wasserlilie oder irgendwie sowas mitgeschwungen ist. Oh, ist der schön. Oh, der ist so schön, Leute. Der war lieblich, der war... Das war ein Relax-Duft, fast schon Spa-artig. Ganz großes Kino. Den fand ich toll. Dann von RG der Twilight, wieder ein Lush-Type. Lavender, Lilac, Wormwoods, Musk und Vanilla. Na. Und der hatte so eine tolle Lavendelnote. So eine schöne, krautige Lavendel. Durch die Vanille wurde es aber wieder weich und ein bisschen cremiger gemacht. Den Flieder, weiß ich, habe ich nicht rausgerochen. Die Hölzer waren eher so im Hintergrund. Och, aber ein so schöner Lavendelduft. Mochte ich auch sehr. Serial Killer, Tartfruit und Cereal. Ja, das war so ein Fruit Loops Duft, ne? Leicht gebäckig und dann hatte der eine ziemlich, ne? Ja, eine ziemlich zitrisch-fruchtige Note. Zum leicht gebäckigen. War ein sehr schöner Fruit Loops Duft. Mochte ich auch sehr gerne. Tea and Cakes, den Duft kennen viele von unseren Gießerinnen. Black Tea, Orange und Almond. Ich fand allerdings, dass die Schwarzteenote hier viel stärker rauskam als von unseren Gießern. War prinzipiell der gleiche Duft. Ja, aber die Schwarzteenote um einiges stärker. Ich mag Tea and Cakes. Ich mag den von unseren Gießern und ich mochte auch den von RG sehr, sehr gerne. Dann hatte ich noch den Rain. War ein typischer Rain-Duft. Irgendwie auf der einen Seite und auf der anderen Seite war der irgendwie anders. Apropos Rain, es wird gleich hier auch regnen. Es wird immer dunkler. Ja, er wirkte manchmal so ein bisschen cremig. Aber er hatte dieses aquatische, ozonische. Ja. Auch hier könnten Wasserblumen mit im Spiel sein, so Seerose, Lotus, Wasserlilie, irgendwie sowas. Fand ich sehr schön. Lavender Coconut Milk, Herbal Lavender und Coconut Milk war das. Ja, ein Lavendel-Kokosnussmilchduft, ihr kennt sie. Ein schöner, cremiger, sanfter Lavendelduft. Muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Dann einen, den ich auch schon im letzten oder im vorletzten Monat leer gemacht habe. Jetzt habe ich nichts mehr davon. Ist der Don't Rain on My Parade. Drin war Freshly Cut Grass, Aqua di Gio, Rain, also der hier, den wir eben hatten. Und Salty Sea. Und so ein toller Duft. Der hat dieses aquatisch-ozonische vom Regen. Freshly Cut Grass kommt richtig gut raus. Es ist für mich ein perfekter Frühlingsduft. Schade, ist leer jetzt, aber ich liebe ihn. Cloud 9, das ist American Cream mit Pink Sugar und Zen, den wir eben ja auch schon hatten. Ich fand allerdings, dass man hier Zen nicht wirklich wahrgenommen hat in dem Duft. Und wenn er drinnen war, dann ganz, ganz weit hinten. Es war vor allem ein cremig süßer Duft. Der irgendwie lecker war. Und ich bin gar nicht so der American Cream Fan. Aber der war schön. Der war süß, der war lecker. Der hatte was. Der war auch sehr cremig. Und der letzte, und dann sind wir durch, ist Cake by the Ocean in Cookie Land. Da ist ganz schön viel drin. Florida Key Lime Pie, Strawberry Pound Cake, Birthday Cake, Toffee Butterscotch Pretzels, Cookies und...
Confit Cake. Auf jeden Fall noch ein Cake. Wo ich jetzt sagen muss, die ganzen fruchtigen Noten, die vom Florida Key Lime Pie, diese Lime-Note, oder auch beim Strawberry Pound Cake, die Erdbeernote, habe ich so nicht wahrgenommen. War für mich ein süßer Kuchenduft, sehr angenehm. Und ich finde, dass vom Toffee Butterscotch Pretzels die Toffee-Note wahrnehmbar war. Aber so leicht im Hintergrund. Fand ich angenehm. Konnte man gut machen. Konnte man sehr, sehr gut düfteln. Und das war's. Ich meine, es war ja auch eine ganze Menge. Ich habe mich bemüht, viel, viel aufzubrauchen. Und jetzt freue ich mich, wie gesagt, auf die Sommerdüfte. Und ja, ich bin gespannt, was ich dann im nächsten Monat so alles in der Lampe haben werde. Was habt ihr gedüftelt? Wart ihr noch frühlingshaft unterwegs? Wart ihr schon sommerlich unterwegs? Oder sagt ihr, alles viel zu saisonal, wenn ich Bock habe auf Zimt, dann düftle ich auch im Mai oder auch noch im Juni Zimt. Könnte ich nie. Ich weiß, andere können das. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich immer von euch zu lesen und so ein klein bisschen den Austausch zu haben. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüssi. Und weiter geht es. Wachsmacherei. Mandelblütenzauber. Den fand ich super. Ah, hier riecht man nicht mehr viel. Aber ich fand den schön. Wir hatten schon früher, also ganz früher, bevor es Duftwachs in Deutschland gab oder überhaupt irgendjemand von Duftwachs geredet hat. Ihr wisst schon, als man nur die Öle in so ein Schälchen mit Wasser gegeben hat und erwärmt hat, da hatten wir auch mal einen Mandelblütenduft und den haben wir geliebt. Und der ging schon in ähnlich diese Richtung und er war schön. Ich kann ihn euch nicht beschreiben, aber er war wunderschön. White Vanilla Petals von der Wachsmacherei. Vanillig, parfümig. Ich weiß, der war auch sehr intensiv. Brachte ein bisschen was Florales mit. Ja. Der war toll. Da könnte ich mir vorstellen, mir eine Custom von gießen zu lassen. Irgendwann mal. Dann, na, gehst du ab. Der Lavea. Lavendel, Nivea. Ich glaube, jeder von euch kennt den. Der ist schön. Ich hatte noch einmal die kandierten Veilchen. Hatte ich auch im letzten oder im vorletzten Monat. Veilchenblüten, Rosenknospen, Heliotrop, rote Früchte, Vanille, Moschus und Pudernuancen. Und ich fand den ganz toll. Der hatte wirklich dieses Veilchenhafte, dieses zuckrig-süße. Ich fand den toll. Aber jetzt habe ich nichts mehr davon. Also ich hatte genau zwei Melts. Eins hatte ich ja, wie gesagt, im letzten, nicht nein, im vorletzten Monat. Und jetzt das zweite. Und dann hatte ich noch Rose Petal Sugar von der Wachsmacherei. Einmal als Pröbchen aus einem Tauschi und einmal in groß. Drinnen waren Rosenblüten, pinker Zucker, dunkle Pflaume, pinker Jasmin, Mandarine, Geranie und Vanillezucker. Also die ganzen Früchte habe ich ehrlich nicht rausgerochen. Hier Pflaume, Mandarine. Es war für mich ein schöner, zuckrig, süßer Rosenduft. Fand ich gut. Mochte ich. Und der letzte von der Wachsmacherei war der Apple Peony Tea. Weißer Tee, Pfingstrose, roter Apfel, Geranie, Vanille, Iris und Birnenblüte. Den fand ich auch schön. Er hatte tatsächlich was Teeartiges. Er hatte tatsächlich was von der Pfingstrose und auch tatsächlich was Apfeliges. Es war also genau das, was draufsteht. Ein Apple Peony Tea und das roch für meine Nase mega gut. Dann nehmen wir Eisflower als nächstes. Eisflower, Zedernholz und weiße Rosen. Fand ich sehr schön. Zedernholz fand ich etwas im Hintergrund.
Also dieses Holzige war nicht vordergründig, da war schon dieser Rosenduft. Ich weiß nicht, ob ich es als weiße Rosen identifiziert hätte. Es war einfach ein wunderschöner Rosenduft mit einer leicht holzigen Note im Hintergrund. Mochte ich. Dann hatte ich Wildleder und cremige Vanille, Peony. Der war toll, aber der hatte eine krasse Wildledernote. Hat er auch jetzt noch. Eine richtig krasse Wildledernote. Und dann abgerundet mit der Vanille, sodass es ein bisschen milder wird, ein bisschen cremiger, einen leichten Hauch von Süße und dann Peony. Wobei mir die Peonynote fast noch zu schwach war, der hätte ruhig ein bisschen stärker sein können. Also die Peonynote, der Duft an sich war stark. Der hat etliche Stunden in meiner Lampe verbracht, und ich fand ihn auch sehr schön. Also ich mag ja auch so Wildledernoten und das war eine tolle Mischung. Jetzt kommt der zweite Cola-Fläschchen-Duft, nämlich von Iceflower der Cola Bottles. Das ist so eine fröhlich, unbeschwerte Kindheitserinnerung gewesen. Süße Cola-Fläschchen. Ich fand hier. Oh, ist der stark. Dass der noch so was leicht Brausiges mit sich brachte. Vielleicht waren es die Cola-Fläschchen, die noch mit so ein bisschen Zuckerbrause überzogen sind. Ein extremst intensiver Duft. Und ich fand den toll. Ich fand den richtig toll. Ja. Iceflower, Peony, Sandalwood Rose und Rose Amber. Also wieder ein Rosenduft. Ich glaube, ich hatte diesen Monat einige Rosendüfte. Ach, übrigens hatte ich den auch gleich zweimal. Ein schöner Rosenduft war das, das weiß ich noch. Ein schöner Rosenduft mit was leicht Parfümigen. Es war einfach schön. Also es war Pfingstrose drin, Sandelholzrose und Rose und Amber. Wer Rosendüfte mag, super Mischung. Immer noch Iceflower, Lavender und Spring Apricot. Eine super schöne Lavendelnote. Ich weiß nicht, ob ich da eine Aprikose rausgerochen habe oder auch eine Aprikosenblüte. Ich weiß ja nicht, was es sein sollte. Ich weiß nur, dass es ein wunderschöner Lavendelduft war. Ja. Hugs and Kisses, da war drinnen Rose Petals, da sind wir wieder bei der Rose. Sweet Vanilla, Clove Leaf, Jasmine, Water Lily, Sandalwood und Musk. Und das weiß ich noch, war ein sehr parfümiger Duft. Ein richtig schöner, parfümiger Rosenduft. Man hat gerochen, dass die Rose nicht allein war. Ich habe mir eingebildet, dass ich vor allem Water Lily, die Wasserlilie, rausgerochen habe, weil ich fand, dass der so ein bisschen was leicht aquatisch Frisches mitgebracht hat. Ich fand den toll. Aber er war vor allem parfümig und ach Gott, fand ich den toll. Und von Iceflower Gardenia und Vanilla Orange Blossom, Bergamot, Neroli, Ilang Ilang, Hibiskusblüten, Narzissen, ein Herz aus Orangenblüten, Trockenfrüchte, Moschus, cremige Vanille und Gardenien. Du meine Güte, es ist so klein geschrieben. Allerdings bin ich mir hier nicht sicher, ob ich an dem Tag so gestresst war. Ich hatte in diesem Monat viele, viele Termine und oder ob einfach das Melk zu alt war, obwohl jetzt eigentlich vom Label her. Also ich hatte schon um einiges ältere von Iceflower und die haben noch gescheppert ohne Ende. Der war sehr mild und obwohl ich so Orangenblüten gerne mag. Ja, aber ich habe da nicht wirklich viele Erinnerungen dran, muss ich sagen. Und das war's mit Iceflower. Als nächstes haben wir hier Soul Fragrances. Zitronenkaschmir. Der war irgendwie drüber. Ich weiß nicht. Ich weiß, als ich ihn bekommen habe, roch er wirklich nach Zitrone und er hatte auch dieses Kuschelige vom Kaschmir. Wo ich ihn in die Lampe getan hatte, fand ich, dass er eine sehr starke Wachsunternote entwickelt hat. Ich glaube, der ist mir echt gekippt. Ich kann zu dem Duft nichts sagen.
Dann hatte ich den Lavender Sunset, süßer, milder Lavendel mit Vanille. Ein wunderschöner Lavendelduft. Mochte ich. Cashmere Fig, Feigenblätter, Kokosnuss, Zedernholz, Moschus und Kaschmir. Und den fand ich toll. Vielleicht, weil das jetzt nicht so der Duft ist, den alle haben. Also Kaschmir hatte ich ja auch schon in allen möglichen Varianten und mit allem möglichen gemischt. Mit Feige war für mich was Neues. Auch, dass da Kokosnuss mitgeschwungen ist. Dadurch war das für mich ein Frühlingskaschmir und jetzt auch kein Winterkaschmir. Ich fand ihn schön. Konnte man sehr gut düfteln. Würde ich auch jederzeit wieder düfteln. Also, ja, den fand ich toll. Dann hatte ich Cactus Blossom. Der war frisch, grün, floral, lieblich und leicht parfümig. Fand ich toll. Ich hatte leider nur so einen kleinen Schmetterling davon. Da hätte ich auch mehr von verdüftet. Chilled Plum and Cashmere Musk. Das Chilled kann man kaum lesen, Leute. Das ist in Gelb. Ihr werdet das auch kaum sehen. Zitrone, Pflaume, gezuckerte Amber, Kaschmir und Moschus. Ja, und der war schön. Das war jetzt nicht, dass ich sage, yeah, das ist mein neuer Kaschmir-Liebling. Aber ich finde, den konnte man gut düfteln und den würde ich auch jederzeit wieder düfteln. Man hat die Pflaume sehr gut rausgerochen. Man hat den Kaschmir sehr gut rausgerochen. Es hatte minimal was Parfümiges durch Moschus und Amber. Ja, die Zitrone hat das Ganze wahrscheinlich nur untermalt. War schön. Und dann habe ich hier Aurora. Das war ein schöner floraler Duft. Er riecht jetzt allerdings sehr dezent an der Tüte und ich muss sagen, dass ich ihn auch in der Lampe als für mich zu dezent empfunden habe. Ich stehe ja mehr auf Düfte, die so richtig ballern und ja, für mich war er zu dezent, war aber ein schöner Duft. Und dann hatte ich noch den Blütenmund. Auch das war ein schöner Blumenduft. Der hatte was von ganz zarten Blüten. Wobei zart sich aber nur auf die Blüten bezieht, nicht auf den Duft. Also der Duft war intensiv und hatte für mich so was, ja, zum Träumen. So ein Blütenduft zum Träumen. Blütenmund fand ich richtig schön. Jederzeit wieder. So, und dann habe ich noch einen kleinen Packen amerikanisches Handmade. Und dann sind wir durch. Von The Bathing Garden, der Golden Vanilla. Ja, der war schön. Es war keine Bakery Vanille, es war aber irgendwie auch nicht eine parfümige Vanille. Es war im Hintergrund floral, vordergründig sehr vanillig. Und ich fand den richtig schön. Also den hat The Bathing Garden richtig gut hinbekommen. The Bathing Garden Sweet Honey Pear. Vor dem hatte ich erst so ein bisschen Angst, wegen dem Honig. Honig ist manchmal für mich schwer. Es kommt immer darauf an, wie er im Duft rauskommt. Und hier war es eine angenehme Honignote. Mit einer schönen, wirklich süßen Birne. Auch den mochte ich. Also auch den hat The Bathing Garden sehr toll hinbekommen. The Bathing Garden Love in the Tea Leaves. Kalt ein sehr, sehr dezenter Duft. Ich weiß, dass er warm um einiges stärker war. Es war ein gemütlicher Duft, so ein schöner. Ja, aber kalt, wie gesagt, sehr dezent. Es war lieblich, leicht parfümig. Vielleicht auch noch was Fruchtiges drin, ich weiß es nicht. Aber es war ein schöner Duft. Von L3 hatte ich den Peach Palo. Ich muss sagen,
dass ich Palo, also ich denke, das steht für Palo Santo, dieses Holz gar nicht so rausgerochen habe. Es war einfach ein Peach-Duft, also ein Pfirsichduft. Ein cremiger, süßer Pfirsich. War in Ordnung, hat mich aber nicht jubeln lassen. Von Swanky Purple Prickly Pear Juice. Das war ein, ich weiß nicht, ob ihr das seht, so ein richtig schmieriges Wachs. Aber der war schön. Der war süßlich, leicht fruchtig, hatte was Florales im Hintergrund, würde ich sagen. Minimals parfümig und ja, ich fand den okay. Mochte ich. So, und der ganze Rest jetzt ist RG Wax, also Rose Girls. Da hatte ich ein paar Düfte zugeschickt bekommen. Die waren nur in durchsichtigen Tütchen und hatten Zahlen drauf. Und dann gab es eine Liste und da standen die Zahlen und was drinnen war. Ich habe mir das selber umgepackt in andere Tüten und draufgeschrieben, was es ist, weil es einfach jetzt auch zum Zeigen angenehmer ist. Also nicht wundern, es ist meine eigene Handschrift. Von RG hatte ich den Lord of Misrule, ein Lush Type, Black Pepper Patchouli Vanilla. Der war in Ordnung. Also man hat das Patchouli wahrgenommen, es war aber für mich trotzdem irgendwie kein Herbstduft oder so. Allerdings schon ein Duft für kühleres Wetter. Es darf nicht zu warm sein, war es auch nicht, als ich ihn anhatte. War für mich ein, ja, geht so Duft. Also von RG kenne ich um einiges schönere. Von RG der Zen, ein floral-aquatischer Duft. Ich würde sagen, dass da eine Seerose oder eine Wasserlilie oder irgendwie sowas mitgeschwungen ist. Oh, ist der schön. Oh, der ist so schön, Leute. Der war lieblich, der war, das war ein Relax-Duft, fast schon Spa-artig. Ganz großes Kino. Den fand ich toll. Dann von RG der Twilight, wieder ein Lush-Type. Lavender, Lilac, Wormwoods, Musk und Vanilla. Na. Und der hatte so eine tolle Lavendelnote. So eine schöne, krautige Lavendel. Durch die Vanille wurde es aber wieder weich und ein bisschen cremiger gemacht. Den Flieder, weiß ich, habe ich nicht rausgerochen. Die Hölzer waren eher so im Hintergrund. Och, aber ein so schöner Lavendelduft. Mochte ich auch sehr. Serial Killer, Tartfruit und Cereal. Ja, das war so ein Fruit Loops Duft, ne? Leicht gebäckig und dann hatte der eine ziemlich, ne? Ja, eine ziemlich zitrisch-fruchtige Note. Zum leicht gebäckigen. War ein sehr schöner Fruit Loops Duft. Mochte ich auch sehr gerne. Tea and Cakes, den Duft kennen viele von unseren Gießerinnen. Black Tea, Orange und Almond. Ich fand allerdings, dass die Schwarzteenote hier viel stärker rauskam als von unseren Gießern. War prinzipiell der gleiche Duft. Ja, aber die Schwarzteenote um einiges stärker. Ich mag Tea and Cakes, ich mag den von unseren Gießern und ich mochte auch den von RG sehr, sehr gerne. Dann hatte ich noch den Rain. War ein typischer Rain-Duft. Irgendwie auf der einen Seite und auf der anderen Seite war der irgendwie anders. Apropos Rain, es wird gleich hier auch regnen. Es wird immer dunkler. Ja, er wirkte manchmal so ein bisschen cremig. Aber er hatte dieses aquatische, ozonische. Ja. Auch hier könnten Wasserblumen mit im Spiel sein, so Seerose, Lotus, Wasserlilie, irgendwie sowas. Fand ich sehr schön. Lavender Coconut Milk, Herbal Lavender und Coconut Milk war das. Ja, ein Lavendel-Kokosnussmilchduft, ihr kennt sie. Ein schöner, cremiger, sanfter Lavendelduft. Muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen.
Dann einen, den ich auch schon im letzten oder im vorletzten Monat leer gemacht habe, jetzt habe ich nichts mehr davon, ist der Don't Rain on My Parade. Drin war Freshly Cut Grass, Aqua Di Gio, Rain, also der hier, den wir eben hatten, und Salty Sea. Und das ist ein toller Duft. Der hat dieses aquatisch-ozonische vom Regen. Freshly Cut Grass kommt richtig gut raus. Es ist für mich ein perfekter Frühlingsduft. Schade, ist leer jetzt, aber ich liebe ihn. Cloud 9, das ist American Cream mit Pink Sugar und Zen, den wir eben ja auch schon hatten. Ich fand allerdings, dass man hier Zen nicht wirklich wahrgenommen hat in dem Duft. Und wenn er drinnen war, dann ganz, ganz weit hinten. Es war vor allem ein cremig süßer Duft, der irgendwie lecker war. Und ich bin gar nicht so der American Cream Fan. Aber der war schön, der war süß, der war lecker. Der hatte was. Der war auch sehr cremig. Und der letzte, und dann sind wir durch, ist Cake by the Ocean in Cookie Land. Da ist ganz schön viel drin. Florida Key Lime Pie, Strawberry Pound Cake, Birthday Cake, Toffee Butterscotch Pretzels, Cookies und Confit Cake. Auf jeden Fall noch ein Cake. Wo ich jetzt sagen muss, die ganzen fruchtigen Noten, die vom Florida Key Lime Pie, diese Lime-Note, oder auch beim Strawberry Pound Cake, die Erdbeernote, habe ich so nicht wahrgenommen. War für mich ein süßer Kuchenduft, sehr angenehm. Und ich finde, dass vom Toffee Butterscotch Pretzels die Toffee-Note wahrnehmbar war. Aber so leicht im Hintergrund. Fand ich angenehm. Konnte man gut machen. Konnte man sehr, sehr gut düfteln. Und das war's. Ich meine, es war ja auch eine ganze Menge. Ich habe mich bemüht, viel, viel aufzubrauchen. Und jetzt freue ich mich, wie gesagt, auf die Sommerdüfte. Und ja, ich bin gespannt, was ich dann im nächsten Monat so alles in der Lampe haben werde. Was habt ihr gedüftelt? Wart ihr noch frühlingshaft unterwegs? Wart ihr schon sommerlich unterwegs? Oder sagt ihr, alles viel zu saisonal, wenn ich Bock habe auf Zimt, dann düftle ich auch. Im Mai oder auch noch im Juni. Zimt. Könnte ich nie. Ich weiß, andere können das. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich immer von euch zu lesen und so ein klein bisschen den Austausch zu haben. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüssi.